Im Fußball-Landespokal sind die Spiele der ersten Hauptrunde ausgelost worden. Kreispokalsieger Gardelegen bekommt es mit einem richtigen Brocken zu tun. Er empfängt den Drittligisten 1. FC Magdeburg. Der Hallesche FC muss entweder nach Annaburg oder Zeitz. Wann unsere beiden Drittligisten ran müssen, steht allerdings noch nicht fest. Beide Teams spielen erstmal im DFB-Pokal. Alles zur Auslosung bei uns im Internet unter mdrsachsenanhalt.de. Der 1. FC Magdeburg hat heute vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt sein Ziel erreicht, einen Teil der Zuschauer nicht von Spielen ausschließen zu müssen. Grund dafür waren wiederholte Ausschreitungen der Fans. Dafür verlängert sich die Bewährungszeit um weitere 12 Monate. Zudem erhöhte sich die Geldstrafe auf 30.000 Euro. FCM-Vizepräsident Hagen Hoffmann sagte, wir freuen uns über das Urteil und sind uns als Präsidium der Verantwortung bewusst. Auch sportlich konnte der FCM punkten. Die Blau-Weißen gewannen gestern Abend ihr erstes Testspiel gegen den Verbandsliga-Aufsteiger Fortuna Magdeburg mit 11:0. Gleich nach Abpfiff ist das Gedränge groß. Alle wollen ein Foto oder Autogramm von ihren Stars ergattern. Mittendrin die Nachwuchskicker von Fortuna. Schon zu Beginn des Spiels sind die Kleinen ihren Vorbildern ganz nah. Toni läuft mit einem der Neuen, einem Moritz Sprenger, und kommt mit ihm auch gleich ins Gespräch. Also es war cool. Ich habe gefragt, wie er es so beim FCM findet. Er hat gesagt, ich finde es gut und cool. Und dann habe ich gefragt, ob er es cool findet, dass so viele Fans schon bei dem Testspiel sind. Und er hat gesagt, finde ich auch cool. Und auch für die anderen Neuzugänge läuft es cool. Mittelfeldmann Gerrit Müller trifft gleich doppelt, entzückt damit seine blau-weißen Fans und beeindruckt die Fortunen. Hohes Niveau, schnell am Ball, gut wie alle anderen. Ja, kann man nur gespannt sein, was nächstes dann auch bei ihm rauskommt. Cheftrainer Jens Hertel hat offensiv aufgerüstet, 5 Spieler fürs Tore-Schießen eingekauft. Und das Zusammenspiel zwischen alten Hasen und den neuen klappt schon fabelhaft. Jeder will sich in den Testspielen beweisen, zeigen, was er drauf hat. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch erstmal die Laufarbeit, dass man auch in solchen Spielen nicht steht und das nicht zu locker nimmt, dass man viel unterwegs ist und ja, natürlich auch gerade als Stürmer, dass man sich das Selbstvertrauen in so ein Spielen holt und dann halt auch die Tore schießt oder beziehungsweise vorlegt. Genau. Auch in Halbzeit 2 läuft es für die Blau-Weißen. Sie flanken auf den Punkt und treffen und treffen. Sie kamen sehr, sehr, sehr stark über die Außen. Haben da immer sehr, sehr gut hingespielt und ich meine, die Flanken, die kamen natürlich perfekt. Torkanone Christian Beck ist ebenso schon wieder in toller Form. Erfolgreichster Schütze mit 4 Treffern. Mit Teamgeist und Bock auf Fußball haben die Blau-Weißen ihr erstes Testspiel gerockt. Sieht man halt im 1 gegen 1, dass sie spritziger sind, schneller sind und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages kannst du nichts machen oder bist hinterher. Die Fortunen wehren sich trotzdem tapfer. Zwar kassieren sie 11 Treffer, verhindern aber viele weitere. Die Fans staunen über diesen Kampfgeist. Und den wollen auch die Nachwuchskicker jetzt immer auf den Platz bringen. Ich finde es also gut, weil ich bin auch ein Fan von FCM, natürlich auch von Fortuna. Bennett will nach dem Spiel nur eines, ein Autogramm von seinem Vorbild Nico Hamann. Und dieses T-Shirt darf ab jetzt nicht mehr gewaschen werden.